Einen wunderschönen guten Tag, willkommen zurück. Don't Starve Together im Sommer. Ich hab einen verdammten. Ach, mich doch, Drecksjahr ist da. Mit dabei ist der Yogi. Der Yogi stirbt jetzt, glaube ich. Ja, ich auch. Ich hab einen Ventilator dabei und renne die ganze Zeit, aber mir ist trotzdem zu heiß. Also Wüste, so mit Gras, Sommer, Scheißkombi, Ventilator und meine Sommerweste zur Not auch noch, aber ne. Hilft nichts, ich muss in den Wald kommen. So, hier könnte es kühler sein. Ja, gib mir Shadebaum. Der Baum sieht es nicht. Ah, ich kühle ab, ich kühle ab. Nein, ich kühle ab, sagte ich. Ich hasse diese Jahreszeit. Das Problem ist, wir kommen hier nicht weg. Aber wenn ich meinen Rucksack anziehe, sterbe ich einfach. Hui! Muss schnell genug laufen. Gut, gleich ist mein Ventilator kaputt, dann habe ich auch ein Problem. Kann ich mir einen neuen bauen? Vermutlich nicht. Nein, mir fehlen Blumen. Da sind Blumen. Ich kann mir einen neuen bauen. Gar kein Problem. Blumen haben mir das Leben gerettet. Gott sei Dank. Ich muss nur weiterlaufen. Ich darf nie anhalten. Alter, ich hasse diese Jahreszeit. Sag mal, Krien, hast du eigentlich diese Jahreszeit? Ich meine, ich kann den Hochsommer schon in Wirklichkeit nicht ausstehen, aber hier kannst du ja gar nichts machen. Ja. Du das hast ja ist so keine Möglichkeit, korrekt. Irgendwie einen Schritt zu gehen, ohne dass du verbrennst oder sonstigen Unsinn passiert. So. Hallo, Ibims, ein Anwesender. Ach. Ich koche jetzt erstmal. Ach, leg mich doch. So, Stein kurz kühlen, beziehungsweise neuen Stein nehmen. Und mit dem neuen Stein den Rucksack zurückholen. Wir haben keinen Trailmix, nehme ich an. Wir haben gar nichts. Na, das war zu erwarten. Wir haben gar nichts. Wir kommen auch an nichts, weil ich im Prinzip alles verbrennt, egal was in der Nähe ist. Das ist ja. Ja, Tentakel beiseite. Hier kommt ein Abenteurer. Ein ziemlich heißer Abenteurer. Ach ja, hier war ja mal unser großes Spinnenproblem. Hallo Vogel. Das waren noch tolle Zeiten, als wir uns mit den Spinnen rumgeschlagen haben. Wir sollten uns in der Nähe der Spinnen aufhalten, in der Hoffnung, dass die auch Feuer fangen. Aber bei unserem Glück fangen eher wir Feuer als die Spinnen, daher. Oh, da drüben ist Spinnenkleins und so. Aber auch eine Tentakel. Und weiterhin. Nie anhalten. Ich habe das Zeug trotzdem eingesammelt. Nice. Das Spinnenglänz nehme ich nicht mit, das ist direkt beim Ding. Ach ja, hier wollten wir ja mal ursprünglich den Dierklops töten. Da war ja was. Ja. Der dann einfach nicht aufgetaucht ist. Bin extra einen Termin mit dem Dierklops ausgemacht und dann sowas. Also ich war schon ein bisschen enttäuscht. Dank der Hitze brauche ich bisher ungefähr nur 5 Minuten oder vielleicht auch 10 Minuten, um mir Material zu sammeln, um einen fucking Hammer herstellen zu können. Aber das Gute ist, ich habe weder Essen noch Leben. Das heißt, mir kann eigentlich nichts passieren. Oh, es wird dunkel. Ja, ich bin tot. Ich habe keinen. Ja, ich bin tot. Ja, das ist nicht gut. Ich habe keine Möglichkeit, Feuer zu machen. Fackel? Nein, ich habe keine Möglichkeit, Feuer zu machen. Wo bist du? Im Sumpf. Direkt neben uns der Sumpf, oder? Ja, also westlich.
Bei den Schildern von Dirklops. Und Spinnen sind da am Kämpfen. Ich bin auf dem Weg, Kion. Ich werde dich vermutlich nicht retten. Es ist gleich schon dunkel. Lauf auf das Licht zu! Auf das... Oh. Ich komme zu dir. Ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so gut finde. Ja, ich bin tot. Och, ich hasse das Spiel so sehr. Ich habe ein Baguette, ein Froggelbarnwich gemacht. Willst du mir nicht einfach Bescheid geben, wenn Tag 71 ist und der Herbst begonnen hat, damit ich mich... Ach ja, und so lange soll ich alleine überleben. Es ist halt so nervig. Du kannst nichts machen im Sommer. Duelist Sandals. Nice. Naja, man kann schon. Jetzt verliere ich wieder die Hälfte meiner Energie oder meines Lebens, bis ich in der Base bin. Einfach weil es heiß ist. So. Nein, sicherlich nicht. Wollte der hier einfach mal das Ding kaputt hauen? So. Den Rotten tun wir hier oben dazu. Dann, ja. Das war das Ding. Ich könnte dir auch in irgendeiner Form entgegenkommen, ne? Also. Ach was. Okay. So, ich wollte irgendwas mit Bone Shards machen. Ich glaube, es war ein Köder oder so. Irgendwas zum Angeln. Ison. Ja, du wolltest diese Angel machen, glaube ich, oder? Ja. Ha! Da fehlt mir natürlich Gold wieder dafür. Okay. Es ist Zeit, wieder Gold zu holen. Ja, irgendwas kann man doch dem Schweinebärgott da geben. Eier. Aber wir haben keine Eier. Ja, ich weiß, es ist zu heiß. Welche Überraschung. Wer hätte das nur gedacht? Ich weiß, Paddelkomme aktuell auch nicht. Wäre ich niemals drauf gekommen, dass es zu heiß ist. Grill, ist es zu heiß? So, Gold, das heißt, wir müssen wieder da hoch. Wir nehmen haben das Wurmloch. Haben wir einen Thermalstein im Kühlschrank? Ja, das und... Das ist ein Atomic Fire an, also ein Atomic Fire beides, an. Beides kriegen. Yay. 12 HP. Nice. Ja. Ich habe einfach 2/3 meines Lebens verloren, bis ich hier war. Nice. Mit einem Ventilator in der Hand. Cool. Und wir haben keine Möglichkeit, großartig zu heilen. Außer ich mache immer wieder Heilcreme. Ah, hätten wir mehr Stroh, könnten wir uns noch Strohhüte bauen. Unten im Sumpf liegt, glaube ich, auch noch ein Strohhut. Oh nein, mir ist zu heiß. Welche Überraschung. Krian ist so überrascht. Hey. Eventuell merkt man es, aber mir geht diese Jahreszeit dermaßen auf den Sack. Geht sie dir auf den Sack, Krian, die Jahreszeit? Du, Gratisblume. Sollte ich vielleicht nicht snacken, sondern aufsammeln, damit ich mir einen Ventilator bauen kann, aber hey. Man kann ja nicht alles haben. Das ist das falsche Wurmloch. Ich glaube, neben mir ist gerade irgendwas. Eine Möglichkeit, Trailmixes zu machen, weil alles eh verbrennen würde und so. Es ist. Also unterwegs habe ich ja Bärenbüsche gefunden. Das heißt, es könnte durchaus sein. Ich überlege gerade, ob es nicht sogar intelligenter wäre, solange wir keinen Eisflingomatic oder so einen Scheiß haben, dass man sagt, man macht am Wegesrand einfach die ganzen Bärenbüsche hin. Hier geht wieder der Boden kaputt.
So. Nope. Au. Au. Ich bin tot. Mich hat der Boden kaputt gemacht. Erdbeben haben meinen Arsch zerpflückt. Warum tun sie sowas? Warum werde ich jetzt auch wie Krian sterben auf dem Weg zu Krian? Ich bin noch nicht zu Hause, ich will Gras holen. Haben wir gerade einen Sandsturm gehabt? Weiß ich nicht. Wir haben auf jeden Fall kein Gras mehr. Ja, das stimmt. Ein Portal zum Wiederbeleben. Und vor allen Dingen haben wir auch... Hey, wir haben kein Gras hier. Okay, was brauche... Nee, ich habe 6 Stück hatte ich noch gepflückt, weil ich hatte welche geholt für einen Hammer. Was brauche ich für den fucking Ventilator kreieren? Sag mir das. 3 Sticks und 3 Sticks, Blume. Okay, die kriege ich auch hier. Und eine Blume. Die Blume habe ich schon. Brauche nur noch 3 Sticks. Da ist ein Stick und da ist ein Stick. Ich bin double sticked. Nein, ich habe doch gleich einen Ventilator, mir wird gar nicht so heiß. Ja, aber so viel bringt der Ventilator gefühlt auch nicht. Need ice or shade, Schnauze. Ich glaube, ich sterbe einfach. Jade? Jade? Ja, sobald ich den Baum hier verlasse, sterbe ich. Wo bist du denn? Ich bin auf dem Weg, aber ich muss durch die scheiß Wüste und da kann ich wahrscheinlich... Nein, es wird zu heiß. Es wird zu heiß. Ich kann vermutlich durch die Wüste nur durch... Hast du Licht? Nein. Das heißt, ich muss exakt jetzt... losrennen. Weil jetzt die Chance besteht, dass es dir in der Wüste vermutlich nicht ganz so heiß ist. Hallo Tweeguard, willst du nicht mit mir laufen und mir Schatten geben? Und in der Wüste ist es trotzdem noch fucking heiß. Und gleich sterbe ich, weil es dunkel wird. Und tot. Willst du mit einer Fackel zum Portal gelaufen kommen? Ich habe keine Sachen, um eine Fackel zu machen. Scheiße. Ich habe kein Gras. Haben wir irgendwo an einer sinnvollen... Haben wir den schon genutzt? Mit dem könnte ich eventuell überleben. Warum ist hier unten auf der Map Eis markiert? Es ist fucking Hochsommer, da ist 100 pro kein Eis. Wir fliegen da jetzt hin. Aus wissenschaftlichen Gründen. Also das erste Mal tötet mich ja nicht mal die Hitze, nein, sondern irgendwelche random Erdbeben, wo ich nicht mal schnell genug raus weglaufen kann. Weil meine Stummelbeinchen zu kurz sind. Ja, ihr Augen im Dunkeln? Ich hab keine Angst. Ich bin auch ein Geist. Ich befürchte. Der Sommer ist scheiße. Ja, das auf jeden Fall. Aber der Touchstone steht noch. Okay. Wir werden ihn aktivieren. Dann rennen wir hierhin, sammeln Ventilator-Stuff ein. Nehmen das Gras. Wir brauchen 12 Gras für so einen fucking Strohhut. Das ist natürlich auch illegales Amount. Ich würde mir ja ein Brett über den Kopf halten, aber das fängt dann auch Feuer und dann sterbe ich auch. Hier sind 2. Für ein Endothermikfeuer braucht man Nitrat. Das haben wir auch nicht einstecken. Na, das mit dem Eisflingomatic, das wäre halt echt intelligent gewesen, hätten wir das gewusst. Und dass unsere
Tonnen an Gras, die wir hatten, einfach nicht genug Tonnen waren. Aufstehen, wegrennen. Keine Zeit für sowas. So, da ist eine Blume. Haben. Ja. So, baust du einen Ventilator? Ja. Also wir haben an meiner Leiche Material liegen. Das Problem ist, meine Leiche ist oben im Erdbebengebiet. So. Ach, hier liegt ja eine Leiche von mir. Das ist aber schön. Die Straßen sind gepflastert mit Leichen. Nein, es wird mir nicht so heiß. Weiter, weiter, los. Es ist angenehm kühl. Ich spüre die Hitze quasi gar nicht. Endothermik Feuer. Ich opfere dir Blumen. Es gibt halt kein Gras mehr hier in diesem Biom. Oh, wir haben keinen einzigen Thermalstone mehr. Oh, Gott sei Dank. Ja, natürlich fange ich wieder Feuer, ist doch klar. Die Scheißkiste hier fängt auch Feuer, ist doch klar. Ja, das war heiß, ich weiß. So, ich muss jetzt irgendwie eine Spitzhacke herstellen. Los, gib ihm. Dann muss ich einen Thermalstone herstellen. Dafür brauche ich noch Steine. Gib ihm. Thermalstone. Yay. Ab in den Kühlschrank. Ey, wir rennen im Kreis. So, Thermalstone kalt genug. Ja, nice. Okay, wir müssen wieder da hoch. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Aber wir sind diesmal sind wir krass schlau. Wir rennen hier runter. Da liegt ein Strohhut. Ich gehe einfach mal mit dir, weil ich mache hier eh nichts. Ich habe keine Materialien, um irgendwas zu machen. Ich weiß nicht, was wir machen sollen. Essen geht aus, es gibt kein Gras, das heißt, ich kann keine Fackeln machen. Ich kann kein Feuer machen, wenn ich unterwegs bin. Es gibt also einfach gar nichts. Ja, oben in meiner Leiche gibt es ein bisschen Gras. Ha, Strohhut. Nice. Ich stehe gefühlt seit 1,5 Folgen einfach nur bei mir in der Base rum, lauf dauernd mal wieder weg und lauf wieder zurück. Cool. Weil es einfach, ich habe einfach keine Materialien und keine Ahnung, was ich machen soll. Es verfackelt alles. Man stirbt bei jedem Schritt. Jo. Das ist einfach. So, kurz einen Stein nochmal kühlen. Und dann esse ich noch diesen Fire Drumstick. Und dann würde ich sagen: Let's go. Ab zum Wurmloch. Doch, hier brennt ein Baum. Wenn du das Gefühl hast, dass unter dir der Boden bebt, weiter rennen. Die Biene qualmt auch schon. Ja, komm, bitte fang an zu brennen, Box, warum nicht? So, ab durchs Loch, ab durch die Mitte. Kann ich das jetzt alles einsammeln, ohne dass diese Löcher mich irgendwie umbringen? Vermutlich nicht. Vermutlich werden die Löcher mich gleich einfach töten. Nein, mir geht's noch gut. Das ist interessant. Dann nehme ich doch mal aus meiner Leiche noch ein paar Bone Shards mit. So, Gold wollte ich haben. Hier in dem Bereich waren wir ja schon. Ja. So, ein bisschen die Sanity noch aufpolieren.
So, Krian, es wird gleich dunkel. Ja, ich weiß. Ich habe aber keine Möglichkeit, Feuer zu machen. Das ist okay. Hier ist eine Riesenspinne. Komm, wir hüpfen wieder durchs Wurmloch. Ja, und da stellen wir auch wegen der Dunkelheit. Aber da kann ich Feuer machen. Ohne dass um uns rum Spinnen sind ohne Ende. Ach so, ich sterbe gerade an Hitze. Wo ist mein fucking Strohhut? Da. Ja, ich sterbe. Aber die Folge ist auch vorbei. Dementsprechend würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Verbrennt nicht. Bye bye. Auf Wiedersehen.